Moinsen! Leute, ich mache einen Imbiss auf. Oder einen Bierwagen? Natürlich nicht wirklich. Also wenn ich einen Imbiss aufmache, das wird gruselig. Pommes will ich. Selbst Pommes, glaube ich, ist schwierig gut zu machen. Aber es ist doch mal ganz interessant, sich zu überlegen, was spielt denn da alles so rein? Ziel soll sein, ich möchte was simulieren. Ich bin Informatiker und als solcher hat man ja irgendwie immer komische Ideen. Oh, ich habe auch schon mal mich beschäftigt vor Jahren mit dem Simulieren von Rechnersystemen und was man so machen musste, wollte. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, so, boah, ist so viel Zeit vergangen und ich mag Python sehr und gibt es da was, um Vorgänge zu simulieren? Ja. Jo, gib it. Gibt sogar was ziemlich Cooles. Nehmen wir mal SymPy. Das ist so, ich denke, das bekannteste Paket zum Simulieren von durch Zufall gesteuerte Vorgänge. Also Zufall jetzt nicht so ganz beliebig, sondern so du hast so ein System, was du irgendwie mal so untersuchen möchtest, aber es ist nicht alles ganz, ganz scharf. Es ist nicht so, alle 4 Sekunden kommt ein Werkstück und dann dauert die Bearbeitung, weiß ich nicht, eine Minute und dann, sondern es ist so eher so was, wo so ein bisschen Zufall drin ist. Also ein Imbiss zum Beispiel. Du kannst zwar sagen, jo, so alle 5 bis 7 Minuten habe ich einen guten Platz hier, da kommt mal einer vorbei und er bestellt was und dann schmeiße ich das in die Fritteuse oder auf den Grill oder in eine Pfanne und dann geht er wieder und dann kriegt er für Geld. Und für solche Systeme, da kann sich ganz viele andere vorstellen, Warenwirtschaftssysteme, Krankenhäuser, ganz wichtig, dass man da immer so zumindest eine Idee bekommt, wo kann man noch was optimieren oder wo kann was schieflaufen. Und dieses SymPy, damit habe ich mal eine Weile was gemacht, das ist wirklich gut, also schön. Ist auch gut hier irgendwie dokumentiert. Es gibt auch Beispiele. Aber irgendwie bin ich durch Zufall auf dieses Salabim gestoßen. SimSalabim. Das ist von einem holländischen Mann, sehr, sehr nett, also was man so in dem Podcast so hört. Der hat schon Ende 70er so Ereignissimulationen, darum geht es gleich, diskrete Ereignissimulationen, in PL1 auf einer IBM 360 Großrechner programmiert und ja, hat auch so, ich denke auch, er hat auch SymPy auch ausprobiert und hat sich gedacht, ja, ist cool, aber vielleicht kann man noch so ein paar Sachen dazu packen, die ganz nett sind. Und jetzt bin ich hier auf der Seite von Salabim, also SimSalabim, ne? Und dann Sim steht natürlich für Simulation und Salabim für, schauen wir mal, Hokus Pokus. Und das Erste, was einem dann entgegenspringt auf seiner Seite, salabim.org, ist diese Visualisierung von einem Fahrstuhlsystem. In so einem, ich denke, Hochhaus mit 15 Etagen. Und man sieht halt so, wie sich die Fahrstühle füllen und leeren und wie die Leute so in der Warteschlange stehen pro Etage. Und das kann man dann sich so anschauen. Das ist schon mal ganz hübsch. Hier läuft es gut. Keine großen Schlangen. Aber vielleicht wäre es auch möglich nur mit 3 Leuten in dem Fahrstuhl. Also der Fahrstuhl kleiner. Ja, wird es natürlich weniger Strom brauchen. Und diese Dinge. Ja, ob sich dann hier was tut oder wenn die Fahrstühle etwas langsamer fahren. So, solche Sachen halt. Einfach zu gucken. Also nur rein optisch. Das ist eine Visualisierung. Hier hat er auch noch mal was mit einem 3D-Darstellung von einem Hochgarlager. Ich sehe da nicht so viel. Und so ein klassisches Beispiel, ne, zum Simulieren von einem System, halt eine Kreuzung. Vielleicht ist der ein oder andere auch gerade so vor die Aufgabe gestellt, dass er irgendwie mal so sich einen Überblick verschaffen soll durch eine Simulation an der Uni. Bei mir war es fehlertolerante Rechensysteme,
Ja, was gibt es für Fehler? Wann tauchen die so auf? Was machen die? Wie kaputt? Ist noch genug Redundanz da? Welche Redundanz brauche ich denn? So diese Fragestellung. Aber kann man sich auch fragen, jo, wenn ich jetzt einen Imbiss mache, ist ja auch ein System. Da kommen irgendwann halt Kunden an und die wollen wir zu essen haben und dann wird das gekocht und dann gibst du denen das und dann hauen die wieder ab. Lassen am besten noch Geld da. Und das wollte ich einfach mal so wirklich von ganz billig, simpel, total einfach bis vielleicht ja, schon fast nachdenkenswert zum, so modellieren. Was muss man für eine Frequenz von Kunden haben? Also ab wann wird es dann nicht mehr spannend oder welchen Profit muss ich pro Kunde so im Mittel einrechnen oder wie viele Mitarbeiter brauche ich? Wie lange sollte ich denn so kochen? Ja. Ist ja auch immer in diesen Kochsendungen, jo, hier frisch und gesund, aber kostet halt Zeit. So Sachen. Also das war so mein Plan und das wollte ich mit diesem Salabim mal ausprobieren. Also ein bisschen was habe ich schon mal ausprobiert. Und die Dokumentation dazu ist ganz hübsch. Also das gibt mir Zuversicht, dass man was hinkriegt. Also verschiedene Beispiele für so ein, irgendwelche Systeme, eine Bank mit verschiedenen Anforderungen. Ja, gibt Kunden, die hauen auch gleich wieder ab oder mit Standby. Ah, was auch immer das alles heißen mag, da bin ich auch noch gespannt. Hier haben wir die verschiedenen Elemente, die man so reinprogrammieren kann. Wie sieht es aus? Wie sieht so ein, ja, so ein ganz simples Beispiel? Das erzeugt einfach nur jeden Moment irgendwie so ein Objektauto. Ja. Und da wollte ich halt mal mit euch so ein bisschen einsteigen und einen Nimbus aufmachen. Fangen wir mal an. Also, was man braucht, ist natürlich dieses Paket für Python, pip. Install Salabim. Und damit können wir so stochastische Prozesse, die auch ineinander greifen, gegenseitig aufeinander warten, ja, versuchen zu modellieren, zu simulieren. Ich habe es natürlich schon installiert, ist ja klar. Bei euch würde es ja dann jetzt hier erscheinen, jo, lad alle die Abhängigkeiten. Und wenn man es dann installiert hat, mit pip install salabim, weiß nicht, ob es mit conda geht, dann kann man es auch verwenden. Fangen wir ganz simpel an. Import salabim sim. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von from salabim import Sternchen. Ich habe schon ganz gerne das mit den Namensräumen, aber salabim ist immer so ein paar Buchstaben zu viel zu tippen für mich und deswegen sim. Also bei mir heißen die einfach sim. Diese ereignisorientierten Simulationen, und das ist das hier, die zeichnen sich dadurch aus, dass man irgendwelche Teilnehmer hat an der Simulation. Hier bei uns jetzt ein Kunde, der kommt irgendwann, der bestellt was, ein Mitarbeiter, der produziert das dann, das dauert dann eine gewisse Zeit, dann geht der Kunde wieder zurück. Und das sind so Komponenten, so nennt man das hier in Salabim. Aber alles muss ja auch irgendwie, das wollen wir ja nicht selber programmieren, kann man mal machen. Selber programmieren ist bestimmt sehr lehrreich. Aber mir geht es jetzt um diesen Prozess des Modellierens von so einem stochastischen System. Da bin ich ganz froh, dass dieses Salabim mir vieles abnimmt, zum Beispiel das Verwalten, wann was passiert. Und dazu braucht man eine Umgebung, so nennen die das. Jede ereignisorientierte Simulation findest du in diesem Begriff Environment. Und das ist natürlich auch bei Salabim so. Also da steckt dann so alles an Mechanik dahinter, was diese Simulation ablaufen lässt. Ne? So Ereignis für Ereignis, da kommt einer, der wartet, die Wartezeit ist rum, haut wieder ab. In der Zwischenzeit sind aber schon drei neue gekommen und diese Sachen. Ne? Das muss ja alles irgendwie gemacht werden. Und das macht dieses Environment Sim. Punkt Environment. Und das hat einen ganzen Haufen Parameter, wenn man das möchte. Viele davon braucht man nicht. Also jetzt erstmal nicht. Manche kenne ich auch noch nicht. Der erste Trace
gleich false. Das bedeutet, ich pack's mal rein, dass wenn die Simulation zu Ende ist, kriegt man keine Zusammenfassung. Oder so ein, ja, man würde vielleicht Logfile sagen, so eine Abfolge von Ereignissen, wann ist was passiert, wann ist, hat sich der Zustand geändert, wann ja, ist der Kunde gekommen, wie lange hat er gewartet, und das kann man alles mit Trace gleich True sich hinterher ausgeben lassen. Ich möchte es aber erstmal simpel halten und selber Print-Statements, Ausgaben machen, wann ich meine, dass das verständlich ist für mich und für andere. Dann finde ich es noch ganz gut, schon im Vorhinein Random Seed, das auf Sternchen, also das Zeichen Sternchen zu setzen. Das heißt ja, erzeuge bitte immer jedes Mal bei jedem Neustart von dem Programm andere Zufallszahlen. Wenn es nicht da ist, dann wird immer von einem Startwert 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausgegangen und dann werden keine wirklichen Zufallszahlen gezogen. Es ist so wie ein Seed-Wert bei Minecraft zum Beispiel. Wenn man so ein Gelände sich erzeugt und gibt den gleichen Seed-Wert, kriegt man auch das gleiche Terrain. Das ist das, was jetzt hier eben wirklich zufällig, also zufällig hängt von der Uhrzeit im Rechner ab, also von der Rechnerzeit, so ein bisschen, dass auf jeden Fall nicht bei jedem Durchlauf immer die gleichen Wartezeiten und Startzeiten und so weiter generiert werden. Jo, das ist bei jeder Simulation, so braucht man dieses Environment, diese Umgebung. Da gibt nichts viel zu sagen, kann man in der Dokumentation nachgucken, was da noch so alles so an Möglichkeiten drinsteckt, aber erstmal soll uns das reichen. Was wir brauchen, ist, so, ich stelle mir das so vor, man guckt so von draußen drauf und da ist so eine Quelle, aus der kommen Kunden heraus, so plopp. Und sagen wir mal, genau jede Minute, alle 60 Sekunden kommt so ein Kunde aus der Quelle und steht vorm Imbiss. Und dann wartet der vielleicht genau 5 Minuten, ist sein Essen fertig. Und in den 5 Minuten kommen natürlich nochmal 4 andere, wenn jede Minute so einer aus der Quelle hopst. Die stehen dann auch da und geht auch sofort los. Jeder, der in den Imbiss kommt, paff, wird sein Gericht zubereitet, was genau 5 Minuten dauert, ist halt ein Hyper-Imbiss. Der hat genauso viel Kochmöglichkeiten, wie Leute im Imbiss sind. Und das ist natürlich jetzt nicht wirklich realistisch, aber so ein Bierwagen, kommt jede Minute einer rein und du hast 8 Zapfhähne, ja, da kannst du schon was Pilzken zapfen. Ne? Sind die immer noch 7 Minuten? Ich weiß das gar nicht. Also wir wollen mal so eine Kundenquelle. Klaas. Salabim ist schon angewiesen darauf, dass man so ein bisschen objektorientiert das programmiert, weil man sollte so eine Methode Prozess haben, wenn wirklich was geschehen soll. Und ist aber auch nicht schwierig. Also man muss jetzt nicht der High-End objektorientierte Paradigmenkönner sein. Ist einfach nur, dass man halt so quasi so eine Vorlage verwenden kann. Ich sag mal, die Kundenquelle, das wollen wir jetzt mal machen, das erbt von SimComponent. SimComponent ist, wie zu erwarten war, ja irgendein Teilnehmer an dem ganzen System. Und das wird initialisiert und wenn man nichts weiter sagt, dann kriegt das halt auch automatisch einen Namen vergeben, so eine Komponente. Jo. Und wenn es denn so eine Methode Prozess hat, ist eine Methode, also self, dann wird die aufgerufen, habe ich jetzt richtig eingerückt? Ich weiß nicht, scheint so. Dann wird die aufgerufen, sobald das Objekt erzeugt ist und die Methode Prozess da ist. Du kannst auch eine SIM-Komponente machen, die hat keinen Prozess. Das ist dann eher so eine Datenkomponente, so, die jetzt nicht irgendwie abhängig ist davon, dass sie jetzt auf irgendwas wartet oder irgendwo erscheint, diese Sachen. Aber natürlich, eine Kundenquelle, die soll ja jede Minute in unserem simple Beispiel einen Kunden generieren.
Und das macht SymPy, aber auch eben Salabim mit Yield, also so ein, das heißt jetzt Neudeutsch Generator. Also dieses Yield hat bestimmt schon jeder mal gesehen, der Python macht. Das unterbricht halt die laufende Funktion oder die Methode und gibt einen Wert zurück. Muss es nicht, aber kann einen Wert zurückgeben und bleibt dann da erstmal stehen, bis irgendwann von außen jemand sagt, ja komm, mach mal weiter, ne? Mit Next-Funktionsname, dann wird das hinter mir Yield weitergemacht. Aber so wird es einfach erstmal nur so unterbrochen, so Standby, wenn man so möchte. Und hierfür Salabim gibt es diese Hold-Methode. Das heißt, Job-Prozess. Wenn du da bist, dann bleibt mal eine Minute stehen und das Environment, die Umgebung, trägt dann ein, ja, okay, der zur Kundenquelle gehörende Prozess, der soll erst in einer Minute wieder weitermachen. Und so lange macht er nichts. Er soll aber nicht nur einmal was machen, sondern er soll so lange halt irgendwie die Welt sich dreht, solange die Simulation läuft, jede Minute einen Kunden rausgeben. While true. Kriegt man immer so ein bisschen feuchte Finger. Endlosschleife, aber gar nicht schlecht. Also wenn man da reinkommt und der Prozess Kundenquelle rennt los, dann wird jede Minute dieser Prozess durchlaufen. Also wie gesagt, er wird angestoßen, dann kann man sagen, ja, komm hier, Kunde erzeugt. Erzeugt. Und dann wartet er und dann nach einer Minute wird der nächste Kunde erzeugt. Natürlich muss man dazu die Kundenquelle erstmal starten. Kundenquelle. Und wie gesagt, sobald der Konstruktor, die Init-Methode aufgerufen wird, wird geschaut, ihr gibt eine Prozessmethode in der abgeleiteten Klasse und wenn ja, das geht, dann geht das while true los. Also von da an wird jeden Moment, jede Minute ein Kunde generiert. Aber erst natürlich, wenn man die Simulation gestartet hat. Und mein Hund tapst rum. Das muss natürlich geschehen. Ab da geht's los und wir möchten das vielleicht mal 10 Zeiteinheiten. Ich würde vorschlagen, stellen wir uns das Minuten vor. Wir lassen 10 Minuten mal laufen. Gucken, ob man was erkennt. Da haben wir Kunden erzeugt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kunden. Ergibt auch Sinn, ne? Der letzte Kunde wird um 10 erzeugt und der erste um 0. 0 bis 10 sind 11. 11 Kunden. Wir können ja nochmal sagen, genau, wann der erzeugt wurde. Da gibt es die Methode von der Umgebung env_now. Muss natürlich noch hier so ein F davor. Naja, now ist die Methode. Jawohl. Also jetzt sehen wir, ein virtueller Kunde wird jede Minute auf die Reise geschickt. Ja. Beim nächsten Mal wollen wir mal wirklich gucken. So eine Art Kundensimulation. Also was macht denn ein Kunde? Weil hier haben wir noch gar nichts mit Warten. Also der wird dies gehen hier erstmal los. Wir haben eine Kundenquelle. Die erzeugen Kunden. Nennt eure Mami nie Kundenquelle. Das wird nicht angenommen. Gut, dann aufs nächste Video freuen, hoffe ich. Also ich habe Spaß.